Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening hier auf diesem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben ja den Schildkrötenfelsen jetzt nun mehr oder weniger komplett gelöst. Uns fehlt ja nur noch der Bossgegner und dann können wir uns wahrscheinlich in dieser Kammer hier das letzte Instrument holen, das uns noch fehlt, um den Windfisch hier ja, zu wecken. 7 Instrumente haben wir schon. Eines fehlt noch und das holen wir uns jetzt hoffentlich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Bossgegner hier mich erwartet, aber ich bin zuversichtlich, dass wir den hier schaffen und ich würde sagen, los geht's. Okay, es ist schon mal viel Lava. Du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirenen spielen lassen. Niemals! Okay, es ist ein Feuerball. Wer hätte es gedacht? Hits come. Na gut, brauche ich da jetzt, kann ich das heben? Nö. Okay. Sollte ich mal darüber springen vielleicht? Vielleicht mit dem Pfeil? Aber das ist so, ich meine, das Ding ist ein Feuerteil. Bombe glaube ich auch weniger, dass das funktionieren würde. Ich meine, ich kann mit denen auch nichts. Ah, ich weiß schon. Wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich kann es mit dem Schild abwehren einfach. Oh, jetzt ist er näher dran. Okay, dann doch nicht mit dem Schild. Das Schild macht nichts. Ich meine, es wehrt zwar ab, aber mehr macht es hier auch nicht. Gut, dann rätseln wir weiter. Bombe? Soll ich eine Bombe einfach mal reinwerfen? Ich glaube, das ist auch nicht die beste Möglichkeit. Soll ich auf ihn mal raufspringen? Okay, nö. Auch keine gute Idee. Nö. Dann nichts. Komisch. Wie können wir diesen Boss hier besiegen? Enterhaken? Nö, der geht auch nur durch. Ja, yeah, okay. Ich muss ihn also doch mit dem Ding hier treffen. Okay, nochmal mit dem Ding hier treffen. Alles klar. Ja, deswegen kann man auch da drüben so super stehen eigentlich. Damit man den hier so treffen kann. Das wäre also nicht so die Schwierigkeit. Man muss ihn halt treffen. Yep. Ja, yeah, okay. Na gut. Aber wäre ja auch blöd, wenn es hier zu leicht wäre. Ich glaube, wir haben auch noch eine Fee im Glas dabei. Also wir können uns hier Leben gönnen, Leute. Ah, oh, come on. Okay. So, jetzt holen wir uns das Leben. Das wäre sonst wirklich schade, wenn wir uns hier... Ja, brennen würden, wortwörtlich. Hat das jetzt keine Auswirkung mehr? Nee. Yes, okay, alles klar. Warum nur? Warum bist du hergekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung.
Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traumes. Okay, aber ich glaube, wir werden den Windfisch trotzdem hier aufwecken. Da hinten gibt es wieder ein neues Herz. Jetzt müssen wir wirklich so blöd herum. Da wird keine Brücke oder irgendwas gebaut für das. Na gut, du hast einen Herzcontainer erhalten. Nice. Somit haben wir schon ja einiges an Herzen eigentlich. Rein geht's, Leute, und hier ist es. Das letzte Instrument. Ich stelle mich mal dazu und mache kurz ein Foto. Das letzte Instrument. Sehr, sehr cool. So, wir nehmen das gleich mal. Und was ist es? Wie heißt es? Du hast die Octopus-Trommel erhalten. Okay. Sieht sehr fancy aus mit den Blitzen da oben, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr fancy aus. Ei, das Ei ruft. Ja, der Hinweis führt uns wohl zum Ei, aber das wäre eigentlich auch das gewesen, wo ich als nächstes hingegangen wäre, weil wir haben jetzt hier alle Instrumente, was hier auch das Ziel des Ganzen hier war. Aber ja, fragen wir mal Ulrich, was der so sagt, und ja, das Ei ist zum Greifen nah. Wir können das anscheinend aufwecken, so. Rein zu Ulrich, mal schauen, was das so sagt. So, wir haben jetzt wirklich alle Instrumente, sehr, sehr cool, also der Kreis hier ist voll und in der Mitte sehen wir hier auch noch das Ei. Schauen wir mal, was er so sagt. Tut, ja, hier, Ulrich. Link, es wird Zeit, dass du mal auf den Damaransberg gehst, wo das Ei liegt. Sei vorsichtig, Link. Klick, tut. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's zum Berg. So, da oben haben wir den Teleport freigeschaltet, den brauchen wir aber nicht, wir wollen hier hin. Wir haben ja auch hier einen Teleport, deswegen würde ich sagen, teleportieren wir uns hier mal hin. Ansonsten gibt es eigentlich auf dieser Insel nichts mehr zu tun. Ein paar Easter Eggs gibt es und ein paar Sachen, die ich noch holen kann, aber momentan nicht weiß wie. Weiß ich aus anderen Let's Plays, beziehungsweise auch nur Thumbnails, die eben schon spoilern, dass Link auch eine andere Farbe hier oder so haben kann. Aber das werden wir bestimmt noch irgendwann mal machen. Aber jetzt möchte ich mal die Hauptstory hier abschließen, bevor wir hier, ja, weitergehen. Boris Hütte, da ist der nächste Teleport. Da porten wir uns gleich mal hin. Und übrigens, in Forest Hütte waren wir eigentlich auch noch nie. Da kann man nur das, glaube ich, freischalten, dass man hier seine eigenen Dungeons bauen kann. Da wären wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Hier, wie das funktioniert. Wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, Herausforderungen zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt. Und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Sollte die Arbeit noch wert sein. Siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Yeah! Du hast neue Kammern erhalten, setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Bauen, Amiibo. Abbrechen. Danke, Boris. Wir möchten jetzt nichts bauen. Sorry, wir sind gerade auf dem Weg hier, entweder uns von der Insel zu bringen oder den ganzen Traum hier zu zerstören. Ja, das ist die Frage, was da wirklich passiert. Soweit habe ich mich noch nicht spoilern lassen, Leute. Das kann ich euch schon sagen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier den Windfisch aufweckt mit allen Instrumenten. Ich weiß auch nicht, wie das alles aussieht. Ich habe extra keine anderen Let's Plays geschaut, damit ich nicht weiß, so, was hier, ja, passiert. So, da ist der Berg, der Damaransberg.
Und genau hier werden wir auch das nächste Video starten. Und dann werden wir mal geradewegs rauf zum Berg gehen und schauen, was hier passiert. Ob es wirklich das Finale ist, ob es weitergeht oder was hier passiert. Deswegen schaltet auf alle Fälle hier im nächsten Video wieder ein, Leute. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Falls du neu bist, Abo da lassen. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier die Glocke aktivierst. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.